Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Zum Abschluss des Trainingslagers begrüßen wir unseren Cheftrainer Olaf Janssen im Amphitheater der Hotelanlage. Wie fällt die Bilanz des 10-tägigen Trainingslagers hier in der Türkei aus? Ja, also die Bilanz ist auf jeden Fall mehr wie positiv. Wir haben nicht nur traumhaftes Wetter gehabt, im Gegensatz zu den Menschen, die in Dresden geblieben sind, sondern haben traumhafte Trainingsplätze gehabt. Also wir konnten unter sensationellen Bedingungen trainieren und deswegen sind wir hier hingefahren und haben sicherlich vorher gewusst, dass die Jungs schon in einer sehr guten körperlichen Verfassung sind, aber ja, wir konnten da glaube ich noch 2 Schippen drauflegen. Wir haben extreme Umfänge gefahren, also ich glaube, wir hatten jetzt heute die 39. Trainingseinheit, das 5. Spiel liegt hinter uns, also große Umfänge, große Intensitäten, die alle Spieler geschluckt haben, sage ich mal. Wir haben im Prinzip keinen verletzten Spieler, was glaube ich ganz ungewöhnlich ist, keine Muskelverletzung und von daher ja, ist der Trainer extrem glücklich über den Stand, den wir zurzeit in der Vorbereitung haben. Nach 4 Testspielen in der Türkei, inwieweit hat sich da schon eine Startaufstellung für den Restrundenauftakt bei Union Berlin am 8. Februar herauskristallisiert? Naja, sagen wir mal so, also die Entscheidung für den Trainer ist nicht leichter geworden, sondern deutlich schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, das Ganze hat aber einen positiven Hintergrund, weil wirklich alle extrem gut mitziehen. Spieler, die scheinbar vielleicht auch ein Stück weit hinten dran waren, ja, haben auch im Urlaub extrem gut gearbeitet, sind mit einer großen Vorfreude in diese Rückrunde ins Training gestartet und von daher sind wir doch, ja, sehr eng zusammengerückt, ja, und es wird sicherlich jetzt in den verbleibenden 2 Wochen meine Aufgabe sein, eben dann die Startelf für Berlin rauszufiltern. Im Anschluss an so ein Trainingslager stellt man sich auch immer die Frage, wer waren die Gewinner dieser Tage hier in der Türkei? Ja, also die Gewinner dieser Tage in der Türkei würde ich mal so umschreiben, dass es zwei sind. Ja. Das ist einmal die Mannschaft und zwei das Teambuilding. Ich muss wirklich sagen, mit diesem Prozess bin ich extrem zufrieden, wie die Jungs hier als Einheit funktioniert haben, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben. Ich sag mal, Lagerkoller war oder ist kilometerweit entfernt gewesen. Also, es hat jeden Tag Spaß gemacht, mit den Jungs zusammenzuarbeiten und ich glaube umgekehrt auch, das konnte man merken. Und das ist das Wichtigste für uns, das ist das Wichtigste für die Rückrunde. Ich habe gesagt, dass es ein Höllenritt werden wird, das muss man zumindest vermuten. Dazu braucht man ein Team, das zusammenhält, was zusammen fightet, was schwierige Situationen gemeinsam übersteht. Und ich glaube, zur Vorbereitung dahin haben wir hier einen Riesenschritt nach vorne getan. Und das sind die entscheidenden Schritte für mich. Ich kann keinen Spieler nennen, der einen Schritt zurück gemacht hat von seinem Leistungsstand. Jeder hat eine Schippe draufgelegt, wie ich gerade gesagt habe. Und ich bin sehr positiv, was die Rückrunde betrifft. Sicherlich nicht überschwänglich, weil ich weiß, was auf uns zukommt. Aber so wie sich hier jeder eingebracht hat, sich jeder angeboten hat nach dem Motto, Trainer, hier bin ich, stell mich auf, ich bin bereit. Ich glaube, das ist ein wunderbares Gefühl, dass man das als Trainer feststellen kann und macht mich zuversichtlich, dass ich zwar die schwierige Entscheidung habe, die Jungs rauszufiltern, die in Berlin beginnen, aber sie macht mich ein Stück weit zufriedener, wenn ich daran denke, welche Auswahlmöglichkeiten ich jetzt zur Verfügung habe. Teambuilding haben Sie schon angesprochen, Kletterpark, Rafting, das kannten wir schon bei Dynamo, aber so ein unterbewusstes Teambuilding, wie Sie das durchgeführt haben mit dem mannschaftsinternen Wettbewerb aus 5 Disziplinen, der war neu. Wie haben Sie das erlebt, also wie die Mannschaft noch enger zusammengerückt ist dadurch? Naja, wenn man sich als Trainerteam an die Planung geht und sich dann in dem Bereich eben seine Gedanken macht, weiß man natürlich nicht, was am Ende rauskommt. Da waren sicherlich auch Wettbewerbe dabei,
ja, wo die Spieler über ihren Schatten springen mussten, eben wo das Team gefragt war und ja, man hat zwar gewisse Vorstellungen, aber wie gesagt, man weiß am Ende nicht, was dabei rauskommt und Ziel war ja auch, dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt, dass auch gelacht werden kann und ja, also in allen Wettbewerben war ein großer Ehrgeiz vorhanden, den zu gewinnen. Ich glaube wirklich, dass die Teams, die sehr unterschiedlich zusammengestellt waren, ja, sich schon ein Stück weit auf einer anderen Ebene haben kennengelernt, auf einer anderen Ebene haben miteinander auseinandersetzen müssen und ja, ein Stück weit einfach mehr den anderen jetzt kennen, besser kennen und ein Stück weit mehr Verständnis für ihn haben. Ich denke, das ist wichtig. Ja. Ich habe den Jungs auch gesagt, man muss nicht alles, nicht jeder muss der beste Freund sein im Team, ja, sondern jeder muss auch natürlich ein Stück weit so bleiben, wie er ist. Ja. Authentisch und eigenständig, aber eben mit dem Wissen, wir haben alle, so unterschiedlich wie wir sind, ein Ziel. Ja, das heißt, am Wochenende ein Spiel zu gewinnen oder am Ende der Saison die Klasse zu halten. Ja, dazu brauchen wir jeden. Und ja, also ich glaube, die Jungs hatten auch einen Riesenspaß dabei und unser Trainerteam hat es großen Spaß gemacht, den Jungs dabei zuzuschauen, wie sie die Aufgaben haben, versucht, bestmöglich zu lösen. Beim Todessprung gab es ein Malheur. Wie haben Sie eigentlich den freien Fall auf dem Boden des Trainingsplatzes erlebt bzw. überstanden? Und wie gehen Sie mit Schlagzeilen um, Dynamo lässt den Trainer fallen? Ja, also ich sag mal so, da kann man natürlich drüber schmunzeln. Da wir haben natürlich auch herzhaft über die ganze Situation gelacht. Ob man dann solche Bilder dann in die Zeitung unbedingt stellen muss, sage ich mal, das möchte ich mal aus meiner Perspektive mit einem Fragezeichen versehen, weil es ja nur eine persönliche Geschichte war. Aber ja, erstmal haben die Jungs ja gedacht, das gehört zur Übung dazu. Dreimal stand Peter Nemetz hinter mir und hat mich ohne weiteres aufgefangen. Beim vierten Mal habe ich mich auf ihn verlassen. Das war wohl falsch, ja, und da lag ich auf dem Boden. Ich habe dann scherzhaft gesagt, dass es sicherlich die brutalste Art war, an einem Trainerstuhl zu sägen. Aber ja, es war ein Malheur, aber ich denke, oder ich bin mir sicher, dass es auch nur unterm Strich zur guten Stimmung beigetragen hat. Aus einem Vierkampf im Tor ist durch den Abgang von Nico Pellatz ein Dreikampf geworden. Mit welcher Rangfolge werden die Torhüter in die Rückrunde gehen, beziehungsweise in die Restrunde? Naja, also ich betrachte das von der Position her, wie jede andere Position in der Mannschaft auch. Ich habe gesagt, dass sicherlich die Leute, die Großteil der Spiele gespielt haben in der Hinrunde, natürlich ein kleines Plus haben, einen kleinen Vorsprung, aber eben auch nur einen kleinen Vorsprung. Das heißt, ich möchte auch von diesen Spielern sehen, dass sie sich ein Stück weit neu beweisen, neu ausrichten für diese Rückrunde. Und von daher, das gilt auch für die Torhüterposition, die jetzt noch aus drei Spielern besteht, wo ich gesagt habe, ich werde genau hinschauen, mir die Leistung ansehen und dann ja, zum gegebenen Zeitpunkt dann eine Entscheidung treffen, in welcher Rangfolge wir dann in die Rückrunde gehen. Vielen Dank, Olaf Janssen, für das Gespräch. Wir packen jetzt die Koffer und dann geht's zurück in die Heimat. Danke. Auf geht's. Tschüss.